wunderbar, wunderbar. Ich sage tschüss, euer Kalli, und das Topping kommt jetzt in der Kalli rein. Alles Leverkusen! Schalalalala! Scheiß Leverkusen! Stopp, stopp, stopp! Wir haben doch besprochen, auf primitive Schnellgesänge zu verzichten. Bitte denken Sie daran, die Fans von Bayer Leverkusen haben es auch nicht leicht. Die Wohnlage ist ungünstig, das Stadion ist kleiner und Sie waren noch nie deutscher Meister. Hey, der Psychos hat irgendwo recht, ey. Also Sie meinen, dass wir die Leverkusener so als Menschen quasi auch wahrnehmen sollen, ja? Exakt. Sie müssen das Ganze auf einer lebenden Ebene betrachten. Okay, kein Problem. 3, 4. Ihr steht auf Schwänze und nicht auf Busen. Ihr seid die Fans von Bayer Leverkusen. Herrgott nochmal, können Sie nicht einmal was ohne Schwänze und ohne Eier von sich geben? Und ohne Schwänze und ohne Eier geht's wieder auf die Vizemeisterwahl. Jetzt mal positiv an und brüllen für den ersten FC Köln. Also 3, 4. Mir stand zu dir, FC Köln! Mit dir, wenn wir Zeit ist, passieren. Hallo, würden Sie bitte mitsingen? Hey! Hey, Schiri, der Mann faul! Bitte blind, du Pisser! Ey, jetzt komm, Stefan, du weißt doch, was die Seelenklempnerin gesagt hat. Ja, ich weiß. Entschuldigung, Schiri, dass ich Pisser gerufen hab, du Pisser! Stefan? Entschuldigung, Schiri, du Dummsau! Na? Stefan? Entschuldigung. Sehr gut, Stefan, sehr, sehr gut. Sehr gut. Sie haben den Schiedsrichter als Mensch wahrgenommen, als Mensch, der nur versucht, sein Bestes zu geben. Aber ich meine, wenn einer Pisser ist, da muss man doch auch sagen können, dass der Pisser ist. Und der ist voll der... Chantal, das war doch die Bedingung der Auflage vom Verein, dass wir brav sind. Das braucht man hier reinsuffen. Ey, Halle, lass das Opfer doch mal ausreden. Die hat doch recht. Ja, aber... Ey, Stefan, wir sollen doch nicht mehr Opfer sagen. Ja, was, ey? Erst darf ich nur Fund sagen, jetzt darf ich schon immer mehr Opfer sagen, oder was? Genau. Was soll denn sonst sagen? Na, ein Wort, das weniger respektlos und beleidigend ist. Wie respektlos? Warum hat der Pisser keinen Respekt vor mir? Ey, Chantal, ich hab voll viel Respekt vor dir. Und weißt du ganz genau? Und ich hab echt nicht vor jedem Opfer Respekt. Ich halte, ich verstehe jetzt nur noch Bahnhofe. Sehen Sie, Stefan, ich persönlich empfinde das Wort Opfer als diskriminierend. Ja, Sie sind ja auch eine Funz mit Abitur. Ja. Da sagst du ja auch nicht Opfer für. Aber der Chantal... Wie? Nur weil ich kein Abitur habe, bin ich jetzt blöd oder was? Nee, blöd nicht, aber ein Opfer. Ja, stimmt eigentlich. Nein, das stimmt eben nicht. Sie sind ein... Schiri, das war nie im Leben abseits, du Penner! Oh, jetzt reicht's. Entweder Sie singen jetzt alle das Lied oder ich melde Sie der Vereinsführung. 3, 4. Schiri, wir haben dich lieb. Schiri, wir haben dich lieb. Drecksau! Da können wir einfach nichts dafür. Das hängen wir da immer so hinten dran, ne? Ja, wissen Sie, Sie müssen sich den Weg raus aus der Gewalt als ein fragiles, empfindliches Pflänzchen. Hey! Der Arschloch von Bernd Leno zieht den Dipp Christian Clemens voll beide Beine weg. Oh, und der Schiri gibt Abstoß. Was, das ja, das habe ich jetzt auch gesehen, dass das eine Fehlentscheidung war. Aber wir haben ja gelernt, damit umzugehen, weil wir wissen, wo die wahren Wurzeln unserer Wut liegen. Wir haben nur unseren Selbsthass projiziert. 3, 4. Wir haben nur unseren Selbsthass projiziert. Selbsthass projiziert. Selbsthass projiziert. Ey, das ist doch voll scheiße, ey. Ey, so macht
außer Fußball überhaupt keinen Spaß, ey. Im Gegenteil, das war schon hervorragend und jetzt können wir sogar noch einen Schritt weiter gehen, indem wir auf die Provokation des Gegners eben überhaupt nicht mehr einsteigen. Hören Sie, die Fans von Bayer Leverkusen singen Cologne, Cologne, die Scheiße vom Dom. Ey, die Scheiße vom Dom, ey, das ist voll primitiv, ey. Und sonst ja nichts. Ja, das ist primitiv und jetzt haben Sie die Wahl. Sie können sich entweder auf dasselbe Niveau begeben und genauso primitiv antworten. Also die Idee ist schon mal klasse. Oder aber, Sie zeigen den Leverkusenern und den Zuschauern am Fernseher, dass die Fans des 1. FC Köln es gar nicht nötig haben, sich auf ein solches Niveau hinabzubegeben. Ich habe eine Idee. Hervorragend. Pass auf, wir pissen alle in einen Becher, den tackern wir einer Rakete und schicken die rüber zu den Wichser. Ja. Nein, das halte ich für keine gute Idee. Oh Scheiße, läuft schon. Aber ich glaube, die Rakete ist zu klein. Ich meine, wir können natürlich einfach rüber und den aufs Maul hauen, genau. Keine Gewalt! Super Idee! Keine Gewalt! Sonst gibt's was auf die Fresse! Keine Gewalt! Sonst hauen wir euch aufs Maul! Keine Gewalt! Sonst gibt's was auf die Fresse! Oh! Und nun wartet doch, das kann doch nicht wahr sein! Und wir waren doch schon so weit! Hallo? Herr Schiedsrichter, das war ja schon wieder ein Foul! Oh ja! Sie leiden offensichtlich an mangelndem Selbstwertgefühl, weshalb Sie einem kapitalistischen Großkonzern wie Bayer Leverkusen genauso in den Hintern kriechen wie unsere verdammte Bundesregierung. Und während asoziale Bankenchefs mit Millionen Abfindungen verabschiedet werden, kann sich der 1. FC Köln noch nicht mal mehr das Futter für den Geistbock leisten. Und heute haben wir einmal die Chance, im Pokal ein kleines bisschen Geld zu verdienen. Da haben Sie nicht den Mumm, bei einem glasklaren Foul im Strafraum auf diesen verfickten Elfmeterpunkt zu zeigen. Wissen Sie was? Das ist für mich total primitiv. Sie haben doch keine Eier, Sie Pisser! So, heute mal etwas ein anderes Video. Ich wollte es euch einfach nur mal zeigen. Also, wie gesagt, hier oben, da, ihr könnt das mal eingeben und dann findet ihr das auch unter dieser Nummer oder beziehungsweise 32, da findet ihr das. Und ja, das nächste Video wird vom FC wieder in 2 Wochen kommen. Gebt dem Video bitte ein Like, wenn ihr neu seid, lasst bitte ein Abo da und guckt gleich mal, oder ihr könnt ja gleich mal in die Kommentare oder in die Videobeschreibung gucken, da schreibe ich gleich 3 bis 4 Punkte an, die der FC oder was uns Köln ausmacht. Bis in 2 Wochen.